Ich möchte übrigens auch mal Täuschung gerne mal spielen. Weil ich glaube, bei Täuschung aktivieren. Nein. Weil ich glaube, bei Täuschung, wo ist Täuschung? Da gibt es auch Hinterhalt. Wo ist Hinterhalt? Na komm. Nee, das gab es bei Gesetzlosigkeit, ne? Ganz Da gab es recht. den Hinterhalt. Wir sollten zusammenarbeiten. Wer sagt das? Hallo? Zeig dich. Gesetzlosigkeit. Ich hätte gerne wieder Hinterhalt, bin ich ja ehrlich, ja? Also Hinterhalt fehlt mir schon ein bisschen. Jetzt greifen mich alle an. Seid ihr doof oder was? Habt ihr gelitten? So was macht man nicht. Stirb. Und du auch. So, müsst ihr jetzt summa summarum 4 Stück kriegen, ja? Was denn jetzt? Zweimal gekriegt? Ja, tatsächlich. Für jeden gekillten. Na, ja, wenigstens hauen die nicht ab, ey. Hallo? Braucht mal ein bisschen. Dein Ernst, Garona? Na, danke auch für deine Hilfe, ey. Oh Mann. Ja, liebe Leute, und was habt ihr heute noch so vor? Großartig. Oh Mann, ey. Ja gut, ist aber halt eine Quest, ne? 50 Dämonen killen. Ist jetzt nicht... Was habe ich denn für eine Stimme? Hallo, stirb. Ich glaube, ich probiere mal offscreen, probiere ich mal eine andere Skillung aus mit meinem Main. Und wenn die mir gefällt, werde ich die mal hier im Let's Play unterbringen. Einfach mal, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Ja, ich weiß, kurz vom eigentlichen Ziel. Jetzt nochmal eine andere Skillung. Ist jetzt ein bisschen... Naja, hätte mir auch früher einfallen können. Aber, naja. Meckert halt nicht rum. Ist halt so. Was willst du? Wer bist du? Ja, zumindest haben wir gut Damage raus. Das ist ja auch schon mal immerhin was, ne? So. Oh Mann, das ist so viel. Ich bin fast geneigt. Aber nee, das mache ich jetzt. Das ziehe ich jetzt durch. Na, irgendwie ein tolles Thema, irgendwas dazu passt. Übrigens, dieser Nostalrio-Server und zwar diese Classic-Server, wie es mal vor ungefähr ein halbes Jahr oder was Thema war, ne? Da hört man jetzt auch nichts mehr von, ne? Wahrscheinlich. Also da war die Vorfreude, die Euphorie und der naive Glaube, dass tatsächlich jetzt Classic-Server eingeführt werden. Da habe ich mich ja wohl, glaube ich, ein bisschen gehen lassen, ne? Schade eigentlich. Da hört man nichts mehr von. Was ist das? So eine Quest? Habe ich die schon mal gekillt? Braucht ihr Hilfe? Finde ich sehr schade. Ich dachte jetzt wirklich, Blizzard sagte, okay, pass auf, wir probieren es wenigstens mal mit einem Classic-Server. Aber leider ist dem nicht so. Die haben scheinbar halt nur das Team ausgefragt, wie sie es schaffen konnten, sich an den Code zu bemächtigen oder was. Keine Ahnung. Nö. Questmäßig ist jetzt nichts gewesen. Ja, wirklich sehr, sehr schade. Also ich täte mich an einen Classic-Server erfreuen. Um einen Classic-Server freuen. Ja, nach Zahlen, nach Angaben der Spieleranzahlen beim Nostalrius. Ich weiß nicht, heißt das richtig Nostalrius? Nicht, dass ich das falsch sage. Sind da wirklich viele Anhänger, die jetzt wirklich auch gerne gespielt haben, ne? Die andere Frage ist natürlich, inwieweit wären sie bereit, da tatsächlich auch wieder Geld zu zahlen monatlich? Ich meine, wenn man jahrelang auf einem Privatserver zockt, umsonst, ja, da ist man ja nicht gebunden. Und das ist, was... Was machst du denn jetzt? Wieso mischst du dich denn jetzt hier ein? Da ist natürlich, wie gesagt, natürlich auch die andere Frage, wenn man sich vertraglich bindet,
Vor allem die größte Frage war ja immer, wer finanziert das alles? Weil es ist ja auch ein Kostenfaktor, der auf einen zukommt, wenn man diese Classic-Server wieder ins Leben ruft. Oder einen Classic-Server. Wobei mal ganz im Ernst, Blizzard und Geld, Blizzard-Activision und Geld, ich glaube nicht, dass diese Leute sich da wirklich Gedanken machen müssten, kriegen wir das finanziell gestemmt. Ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und da gab es ja auch Vorschläge, man könnte ja, um sicher zu gehen, dass das Geld reinkommt, falls es tatsächlich eine Pleite wird, dass man da irgendwie ein 3-Monate-Abo abschließen muss, um das spielen zu dürfen, ja? Um da wenigstens schon ein bisschen was gesichert zu haben, weiß ich nicht. Weil da ist wiederum halt der Pulk, der sagt, nee, pass mal auf. Was mache ich hier eigentlich? Auf 3 Monate lasse ich mich ungern binden. Manche sind ja schon unwirsch, wenn es heißt, ich muss jetzt monatlich wieder zahlen, ne? Wie viele habe ich denn jetzt? Ich weiß auch. 19 erste, oh Mann. Lass mein Glied in Ruhe. Bist du doof? Was bist du denn für ein komischer Dämon, ey? So. Dich nehme ich aus wie eine Weihnachtsgans. Dich lege ich ab wie eine schlechte Gewohnheit, Junge. Na, wer kennt diesen... Dieses Zitat. Ich leg ich ab wie eine schlechte Gewohnheit. Apollo Creed. Ein Rocky Balboa. In Rocky 2. Oh yeah. Die Tatsache, dass ich dieses Zitat kenne, beziehungsweise diesen Film so oft geguckt habe, zeigt, dass ich auch schon ein bisschen älter bin. Was nicht schlimm ist. Übrigens habe ich... Ich habe kein Ziel. Vor kurzem eine Minecraft-Folge von Gronkh gesehen, eine etwas ältere. Irgendwie aus November oder so. Und da meinte er, pass mal auf, Matrix Teil 1 kam vor 17 Jahren in den Kinos. Und ganz ehrlich, ach du Scheiße, der hat recht. Alter, wie alt bin ich? Wie schnell vergeht die Zeit? Oder hier ist Star Wars Episode 1. Aber gedacht, oha, New Age und so weiter, ne? Endlich mal wieder was gezeigt. Ist auch schon wieder 18 Jahre jetzt her. Also ich bin jetzt auf den Stand wie damals Episode 1 und die ganz alten Klassik-Episoden. Ich möchte gerne noch ein paar Mädels killen, diesen schneller zu killen. Das ist ein bisschen... Boah. Und jetzt kann ich auch die Leute, die 1999 sich über Episode 1 aufgeregt haben, jetzt kann ich die verstehen. Denn jetzt, ich sag nur Episode 7. Obwohl Episode 7 eigentlich gut war. Muss ich ja sagen, so als Star Wars-Fan. Es war irgendwo schon ein Stück weit gut. Ja. Wobei natürlich hätten sie vieles besser machen können, aber darüber reden wir jetzt nicht. Ne, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Ich brauche Dämonen. Wir sind hier in der Dominikanischen Republik. Oh komm, der war... Der musste sein. Der musste einfach sein. Oh, ein Chaosblitz. Super, ich bin beeindruckt. Du auch? Guck mal, dafür habe ich auch noch einen Stun. Oder einen Interrupt, besser gesagt. Tschüss. Ja, Entschuldigung, Leystein. Ja, die ganze Folge verbringen wir jetzt damit, Dämonen zu verkloppen. Es tut mir leid, Leute. Aber Quest ist Quest. Na, und wir wollen ja mal hier nicht so penibel sein. Ist auch schon wieder so ein... Will ich jetzt aber nicht machen. Ach, guck mal da, eine Dame. Ich mag die Damen mehr. Die kann man eher beeindrucken mit unseren kurzen Dolchen. Und jetzt keine blöden Kommentare, bitte. Hier, halt einen kurzen Dolch. So. Dum, 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 dum. Okay, Chaos Blitz. Wird alles natürlich interrupted. So was wollen wir hier nicht. Stirb. Da war auch wieder. Was war das hier? Schon wieder? Haben wir die nicht komplett abgebaut? Das sieht irgendwie so halb abgebaut aus. Wie langsam ich bin. Nö,
Das. Hä? Was bist du? Ach, ein teufelsbesudeltes Eichhörnchen. Ach komm schon. Garona, ist das dein Ernst? Du wirst getriggert dadurch, dass ich ein Eichhörnchen gekillt habe? Boah, super. Was freue ich mich, ey. Du bist echt. Boah, nee, ey. Oh Mann. Wie doof ist das bitte, ey? Schweig still, blöder Dämon. Ich habe gerade meine treue Kumpanin an ein Eichhörnchen verschwendet. Zur Seite mit dir. So, die Kleinen möchte ich ehrlich gesagt gar nicht. Mädel. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, sind das jetzt irgendwie wiederholbare Quests oder sind das jetzt relevante Quests oder so? Also ich finde, es ist ein bisschen... Bleh. Also storytechnisch kann ich mir Schöneres vorstellen. Wenn wir damit fertig sind, werden wir definitiv Story spielen. Dann wollen wir jetzt auch nicht auf den Hochberg gehen, sondern tatsächlich nach Valshara. Ich bin außer Reichweite. Alter, wird der Chaosblitz auch von den Hexern im Normalen so lange gebraucht zum Casten? Ist das so? Ich habe keinen Hexer, also keinen High-End-Hexer. Ich weiß das nicht. Also wenn ja, ist Chaosblitz mit Sicherheit nicht erste Wahl im PvP, oder? Ich meine ja nur. So, zack. Hier. So, 35, noch 15. Ist nicht mehr lang. Wir werden, glaube ich, diese Folge nicht mehr schaffen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja Zeit. Wir sind ja nicht Stefan Raab, der immer sagt, wir haben doch keine Zeit. Erinnert sich daran überhaupt noch mal jemand? Na, klasse. Du brennst mir... Ja, danke schön. Erinnert sich daran überhaupt jemand? An die guten alten Tage, als Stefan Raab noch TV Total moderiert hat? Ist jetzt nicht so lange her. Wann ist er in Rente gegangen? 2015, ne? Ja, und ganz im Ernst. Ich war bei seiner allerersten Folge dabei. Ich habe mich nicht gestellt, wie schlau. 1999 kam die. Und damals habe ich mir nur gedacht, wow, der Mann ist erwachsen geworden. Ich bin schon wieder in diesen Alter sind wir alt geworden Spirale drin. Das ist nicht gut. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Ach du Scheiße. Das ist nicht so weit entfernt, hallo? So. Ich merke auch tatsächlich, dass mit dem Aufnehmen muss ich wieder lernen, weil mein Kopf... Irgendwie entweder habe ich die falschen Kopfhörer, das kann natürlich sein. Ich tippe mal eher, das sind die... Alter, hab ich mich verjagt. Du Blöde, was ist mit dir los? Was? Moment, Moment. Die Gilde Ego Draconis sucht neue Leute zum Raiden und Spaß haben. Unsere Raid-Tage sind Mittwoch und Sonntag. Wir sind gerade dabei, einen neuen Stamm aufzubauen. Interesse? Dann meldet euch. Also, liebe Leute, hier, wer auf Trichondrios spielt, die Gilde Ego Draconis, die sucht noch Leute. Bitte in hoher Zahl melden, dass die lieben Leute von Ego Draconis alsbald wieder in voller Montur raiden gehen kann. Nee, was ich sagen wollte vorhin, nee, sorry, mache ich natürlich nicht. Ganz einfach, weil wir nichts mehr vom Gildenbonus haben, deswegen... Obwohl, doch, hätten wir eigentlich, ne? 30 Minuten... Doch, wir hätten eigentlich Gildenbonus hier, 15, aber brauchen wir jetzt nicht mehr, wegen dem anderen 20 Minuten CD vom Dalaranstein. Genau, was ich sagen wollte, ich habe mir immer Gedanken gemacht, ich will ja bald streamen. Das habe ich, sage ich, glaube ich, auch schon seit über einem Jahr. Aber es ist halt so, ich würde gerne mit dem Stream warten, bis ich einen neuen PC habe. Ja, war mit meiner alten FX58XY irgendwas. Ich weiß nicht. Der wird so schnell heiß. Und OBS ist ja auch noch sehr CPU-lastig. Und wenn ich dann die richtigen Spiele habe, entweder kann ich die nur irgendwie, weiß ich nicht, in 3x2 Auflösung spielen, damit es flüssig bleibt. Oder aber ich muss mir hier, weiß ich nicht, so einen Eisblock holen aus der Arktis, damit der gekühlt bleibt.
Deswegen würde ich da lieber erstmal warten.